Hallo Schichtenzelten, mein Name ist Janni Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video zeige ich euch eine sehr gute Beinarbeitsübung mit zwei Bänken. Tischtennishelden, conquer the table. Gestern oder vorgestern habe ich ein cooles Video gesehen, wo ein paar Ausschnitte von Profitrainings waren und da war eine sehr interessante Übung für die Beinarbeit, die ich heute natürlich direkt mal mit einem Kunden ausprobieren wollte. Und er hat mir das Feedback gegeben, dass es sehr intensiv war, sehr anstrengend war, aber auch koordinativ nicht ganz so einfach war. Ich habe es eben gerade selber ausprobiert und muss sagen, Top-Übung, die ich euch jetzt hier zeigen werde. Kurz zur Erklärung der Übung. Wir werden zwischen den Bänken Tappings machen. Dabei achten wir darauf, dass wir richtig unten sind, Spannung haben wie in der Grundstellung. Kurz absetzen auf die Bank und weiter. Zack. Und so eine Bahn durch, immer so zickzackmäßig. Und ich werde das jetzt mal ein, zweimal zeigen. Oh, ist das anstrengend. Oh, ist das anstrengend. Also es ist eine sehr effektive Übung, weil es eine Kombination aus Tappings, aus Sidesteps und aus Kniebeugen sind, weil wir wollen ja hier kurz die Bank berühren und gehen wieder hoch. Ist also eine Kniebeuge mit eingebaut. Sehr anstrengend, obwohl es eine kurze Distanz ist. Ihr merkt, ich bin außer Puste. Es ist wirklich schön, weil es kombiniert ist. Das sind die Sidesteps. Wichtig beim Aufbau, den Abstand der beiden Bänke so wählen, dass es auch der Tischbreite in etwa nahe kommt. Weil wir wollen nicht eine längere Distanz haben als die Platte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns noch einen Daumen hoch nach oben. Abonniert unseren Kanal. Und haut sie weg. Ciao, ciao, Jungs und Mädels.